Für die Smoothie Bowl packt ihr einfach gefrorene Früchte und Milch eurer Wahl in einen Mixer und dann mixt ihr alles gut durch. Bis ihr eine cremige Masse bekommt, vielleicht werden eure Haare auch pink. Dann füllt ihr alles in ein schönes Schälchen. Ich habe hier so Kokosschälchen von Amazon genommen. Wieder alles glatt streichen und jetzt geht's ans Topping. Ich habe einfach ein paar Bananenscheiben draufgelegt, Choco Crunchy vom DM und dann noch etwas Erdnussbutter drüber laufen lassen. Erdbeeren oder Blaubeeren schmecken aber auch super dazu. Oh mein Gott, sieht das nicht lecker aus. Das ist mein absoluter Lieblingssnack nach der Schule. Ich liebe es auch im Sommer, da esse ich die fast jeden Tag. Und ich hoffe, es schmeckt euch auch. Tschüss, abonniert gerne meinen Kanal.